Hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 des Mikrocontroller-Kurses. In diesem Kurs soll es nun um die Programmierung eines 8051-Mikrocontrollers gehen, beziehungsweise um Mikrocontroller der Familie 8051. Wir werden sehen, dass es dort sehr viele Mikrocontroller von sehr vielen Herstellern gibt, die alle auf den 8051-Mikrocontroller-Kern basieren und sich dann nur in Feinheiten unterscheiden. Dort sind die Hersteller hingegangen und haben letztendlich weitere Möglichkeiten zum alten 8051-Kern hinzugefügt, sodass man, obwohl der 8051 schon ein sehr alter Mikrocontroller ist, heute sehr moderne, sehr leistungsstarke Mikrocontroller auf Basis des 8051 findet. Okay, ich habe mal ein Datenblatt hier hinzugefügt eines 8051-Mikrocontrollers und daran möchte ich mal kurz aufzeigen, worum es denn in diesem Kurs gehen soll. Wir werden im nächsten Artikel werden wir zunächst einmal einen 8051-Mikrocontroller auswählen, für den wir dort Software erstellen wollen und dann anschließend geht es dann um die einzelnen Komponenten eines 8051-Mikrocontrollers. Wir beginnen mit den Ports, die haben wir in Teil 1 schon mal kennengelernt. Dort haben wir in Ports Daten geschrieben, um letztendlich unsere Kaffeemaschine dort zu programmieren oder beziehungsweise auch von Ports gelesen. Wie das genau funktioniert, das werden wir uns jetzt in diesem Teil angucken. Dort werden wir mal sehen, wie solche Ports eigentlich aufgebaut sind, was man beachten muss, wenn man lesen und schreiben möchte in diese Ports beziehungsweise aus diesen Ports. Und darum geht es in dem ersten Teil. Die Ports finden wir auf der rechten Seite. Dort, da in dem Teil, dort haben wir hier die Ports, die wir dort programmieren können. Dann geht es weiter. Das sind also die Ports erstmal. Dann geht es weiter mit dem Thema Interrupts. Ich schreibe es erstmal auf. Interrupts. Was sind Interrupts? Normalerweise hat man ein Programm und arbeitet dieses Programm quasi Schritt für Schritt ab. Man hat zwar mal die Möglichkeit, mal in ein Unterprogramm zu springen von dieser Stelle und dann wieder zurückzuspringen, aber das ist letztendlich alles schon vorher programmiert worden, beziehungsweise auch die Reihenfolge ist vorher festgelegt worden. Bei Interrupts hat man die Möglichkeit, auf externe Ereignisse zu reagieren. Das heißt, wenn der Mikrocontroller beispielsweise bei der Bearbeitung dieses Befehls sich gerade befindet und es kommt ein bestimmtes Ereignis, dieses Ereignis kann von außen zugefügt werden. Beispielsweise gibt es hier im Port 3 die Möglichkeit, bestimmte Pins zu nutzen, um dann letztendlich die CPU, die wir hier oben haben, die letztendlich dafür sorgt, dass die Programme abgearbeitet werden, diese CPU zu unterbrechen. Und dann schreibt man ein Unterprogramm, eine Interrupt-Service-Routine, also ein Programm, was dann ausgeführt wird, wenn dieser Interrupt dort eintrifft. Und dann springt letztendlich die CPU an diese Stelle, arbeitet diese Interrupt-Service-Routine ab und springt anschließend wieder zurück. Und das passiert im Prinzip asynchron zur normalen Verarbeitung. Das heißt, wir wissen gar nicht, zu welchem Zeitpunkt letztendlich unser Programm hier unterbrochen wird. Aber wenn es unterbrochen wird, dann springen wir sofort in die Interrupt-Service-Routine, können dort entsprechend auf das externe Signal reagieren und springen dann anschließend wieder zurück in unser normales Programm und können dann dieses Programm weiter abarbeiten. So, wir haben die Möglichkeit, hier einmal auf externe Signale zu reagieren. Oder wir haben auch die Möglichkeit, diese Interrupts zeitbasiert zu machen. Das heißt, wir nutzen dann entsprechende Timer. Und dann können wir solche Routinen schreiben, solche Interrupt-Service-Routinen beispielsweise, die beispielsweise jede Millisekunde oder alle 10 Millisekunden aufgerufen werden sollen. Hierzu haben wir hier auf dem 8051-Mikrocontroller hier diese Timer und die werden wir entsprechend programmieren, sodass wir dann auch diese Interrupts per Timer aufrufen können.
Gut, dann anschließend, wenn wir diese Interrupts bearbeitet haben, geht es hier um den Punkt Analog-Digitalwandlung. Das ist dieser Bereich hier unten. Das ist also die Analog-Digital-Wandlung. Da passt das noch so gerade. Wandlung oder der Analog-Digital-Wandler. Der letztendlich aus analogen Signalen, das sieht dann beispielsweise so aus, dass wir so eine Spannung haben, so einen Spannungsverlauf. Das soll die Zeit sein. Das hier sollen bestimmte Spannungswerte werden sein. Zum Beispiel aus einem Messgerät, aus einem analogen Messgerät. Das sieht dann so aus. Ich habe hier so einen Spannungsverlauf. Und wir können diese Spannungen als analoge Spannungen in dem Mikrocontroller ja nicht verarbeiten, weil der Mikrocontroller nur digitale Werte kennt. Aber was wir machen können, wir können jetzt sagen, zu dem Zeitpunkt gucken wir uns an, wie groß ist denn eigentlich diese Spannung und machen daraus einen digitalen Wert. Das heißt, wir digitalisieren das und dann sieht dann irgendwie so aus. Und das ist ein Wert, hoppla, das ist ein Wert, den wir letztendlich dann in dem Mikrocontroller auch verarbeiten können. Das heißt, wir gucken uns hier unten den Analog-Digital-Wandler an und gucken uns an, wie wir solche analoge Signale umwandeln in digitale Signale, sodass die CPU hier oben letztendlich die Werte verarbeiten kann. Und dann anschließend gucken wir uns dann in dem Kurs noch die serielle Schnittstelle an. Also hier die serielle Schnittstelle. Serielle Schnittstelle. Na, warum das jetzt so komisch aussieht, weiß ich auch nicht. Der reagiert ein bisschen langsam. Also die UART. Und mit dieser seriellen Schnittstelle haben wir dann die Möglichkeit, mit der Außenwelt nochmal zu kommunizieren. Beispielsweise mit einem PC. Und aber über halt eben über serielle Signale. Also nicht wie mit Hilfe der Ports, wo wir letztendlich parallel kommunizieren, wo wir 8 Ports gleichzeitig beschreiben, sondern hier mit wenigen Leitungen letztendlich über die serielle Schnittstelle mit anderen PCs oder anderen Mikrocontrollern kommunizieren können. Gut, in der nächsten Folge geht es dann erstmal darum, den Mikrocontroller auszuwählen und dann anschließend beginnen wir dann direkt mit der Programmierung der Ports.